Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir fangen an mit Sierra, gerade besiegt. Ich habe gestern im Video Shiny Sichlo bekommen von Arno. Und damit fehlt mir jetzt nur noch Sneeble Shiny von. Ach, schade. Sierra. Und wir machen hier ein X-Raid. Heute 2 am Start und die Raid-Stunde. Problem ist, X-Raid um 18 Uhr, da wo die Raid-Stunde anfängt. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie wir eine Gruppe finden nach dem X-Raid. Klar, mit der X-Raid-Gruppe, aber. Ich stand halt da, der X-Raid ist halt da, wo ich nicht unbedingt raiden will, also muss ich mal schauen. So, erster X-Raid und heute haben wir nur 2, denn die meisten sind heute um 18 Uhr, sehr, sehr komisch. Es war einer der wenigen, die um 13 Uhr waren. Hammer gemacht, wieder eine Niete. Regigigas übrigens nicht mehr so lang da, also ungefähr noch einen Monat, Anfang Januar irgendwann. Ich glaube 7, aber müsst ihr selber nochmal nachschauen. Dann ist er auch schon wieder weg, nur eine kurze Zeit. Dementsprechend ist er, obwohl er nicht so gut ist, doch recht gut besucht. Und ja, da geht eigentlich schon eine Menge ab, immer bei den X-Rays. Auch da gerade 2 Gruppen, 3 Gruppen wahrscheinlich sogar. 4 Gruppen sogar wahrscheinlich. Also nicht 4 volle. Die erste war voll, die zweite war fast voll. Dann gab es noch eine dritte und vierte Gruppe. Also geht schon gut ab. Und dann ein Glückstausch. Überraschenderweise blende ich auch hier nebenbei mal ein. Ja, einfach nur ein neuer Eintrag. Ist nichts Gutes geworden. War jetzt auch nichts Überklasses. War ein Shiny Walmer, das ich aus irgendeinem Grund immer noch nicht hatte. Auf jeden Fall ist es 13 Uhr oder war 13 Uhr. Wir mussten heute früh raus, deswegen habe ich heute noch nichts gegessen. Und wir müssen jetzt erstmal was zu essen finden. Und dann chillen wir und dann haben wir um 18 Uhr noch ein X-Raid. Bis dahin können wir ein paar Mankey jagen oder so. Mankey, Alter. Kleines Update. Ich wollte ein paar Gen machen. Problem, da hat sie einer verteidigt, aber wir haben nicht aufgegeben und haben sie platt gemacht. Hat nur leider eine halbe Stunde jetzt gedauert, war aber lustig, eine Menge saftiger Punkte. Und jetzt versuche ich noch ein paar Geschenke zu sammeln, bevor die Raid-Stunde anfängt. Ah ja, und ich habe keine Fahrkarte, oder? Denn wir haben ja schon Dezember, ich habe vergessen meine neue Fahrkarte. Also so wie das bei mir funktioniert ist, ich habe für jeden Monat so ein Zettelchen. Und echt umständlich gemacht. Und das System ist halt mega umständlich. Ich muss halt jeden Monat das neue Zettelchen mitnehmen. Und ich nehme halt alles mit, aber Risiko, dass man alles verliert und dies, das, unnötig hoch 10. Dementsprechend, ja, jeden Monat immer nur ein Zettelchen. Könnten die mal echt verbessern. Und ich habe jetzt für Dezember vergessen, das Zettelchen, das habe ich hier hinten immer beim Handy, auszutauschen. Deswegen sind wir heute auch nicht auf Mankey-Jagd oder so, weil ich habe keinen Bock, den ganzen Tag schwarz zu fahren. Auch wenn ich schon 4 Tage schwarz gefahren bin, ohne es überhaupt zu checken. Und ohne kontrolliert zu werden. Hoffe, ich klappt das noch, bis wir heute nach Hause kommen. Weil da muss ich das dann austauschen. Wir haben hier mal Serum mitgenommen. Shiny muss sein. Aber wir haben Endline für Arlo gebraucht, also würde mich nicht wundern, wenn wir noch, also den nicht mehr in diesem Jahr hier bekommen. Ich stelle unbedingt die Frage, ob ihr schon alle in Shiny Crypto habt. Wir noch nicht. Richtig strange gerade eben. Also ich habe ja gerade gedreht mit dem Shiny Sneeble, beziehungsweise nicht Shiny Sneeble. Und danach kam so eine Frau, hat mich angequatscht, hey, hast du gerade aufgenommen oder haben sie gerade aufgenommen? Ich würde nicht gern gesehen werden, kein Problem. Ich habe ihr gesagt, yo, zensiere ich dann später im Internet, was ja echt kein Problem ist. Sie so, nee, bitte löschen Sie den Clip. Dann ich so, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss. Aber sie sind halt da durchgelaufen. Dann haben wir uns den Clip angeschaut. Dann hat sie mich voll gequatscht mit, oh, auf einmal so Kamera, woher hast du diese Kamera? Sieht interessant aus. Bla bla. Ist irgendwie so richtig strange. Hab erstmal direkt mich ein bisschen weggedreht, sodass sie keine Chance hatte, an meine Tasche und so zu kommen. Nennt mich paranoid oder so, aber ich dachte mir direkt so irgendwie so Taschendieb oder sowas. Auch wenn mein Geld immer hier an meinem Herzen ist, innen. Da haben wir uns den Clip angeschaut, da war sie nicht drauf, ja, und dann sind wir weitergegangen. Aber super, super strange. Ich wette, das war irgendwie so eine Taschendiebin. Aber zu clever. So, Regigigas erledigt, eine Menge Leute, wird jetzt machen wohnen, offensichtlich. Und diesmal habe ich an das Glücksjahr gedacht. Letzte Raid-Stunde nicht dran gedacht. Problem ist, keiner geht weiter. Keiner macht den Raid gleich daneben. 200k kommen erstmal rein. Ein paar EP. Leute bewegen sich, wir folgen denen mal. Unauffällig.
ich frag mal. Ein paar EP kommen rein, aber wirklich nicht viel. Ach toll, der hat mein Geschenk geöffnet. Und ich habe sein Geschenk geöffnet. Also eine Interaktion umsonst, aber trotzdem Grüße gehen raus an Chaotix. Grüße gehen raus an Femi's zweiten Account. Und war's das auch schon? Ich glaube, das war's schon, mehr geht nicht. Traurige EP. Das wird jetzt in Zukunft immer so sein, weil ich habe nicht mehr viele. Nur noch aktive Münchner. So, schauen wir mal. Das ist übrigens die alte Börse. Da brauche ich noch zwei Raids für Gold. Erstmal kein Wetterboost. Ein Levelaufstieg und schlecht. Aber wir sind ja nicht auf krasser Ratio, dementsprechend haben wir Zeit zum Fangen. Aber ohne Berge. So, wir laufen mal weiter und lassen die Gruppe zurück, weil die geht, glaube ich, links Richtung Stachus. Und wir haben den ganzen Stachus auf Gold. Ich gehe mal Richtung Hauptbahnhof und schau mal, ob ich da irgendjemanden entdecke für ein paar Raids, weil die AG'en brauche ich noch auf Gold. Wir haben ein bisschen EP dazu bekommen und sind jetzt bei 267,2. Wir sind einfach 32,8 im Minus. Also die brauche ich noch bis Ende des Jahres für 300 Millionen. Das war eigentlich auch so ein kleines Ziel von mir. Bis dieses Jahr noch 300 Millionen knacken. Jeden Monat 20 Millionen. War auch möglich bis letzten Monat. Da habe ich so angefangen zu schwächeln. Und da kamen auch so wenige Freundes-EP rein. Weil ich ja das andere Ziel jetzt hatte mit den Glücksfreunden. Und dadurch halt keine neuen Freunde mehr reinkamen mit ganz viel EP, sondern nur noch beste Freunde, die dann beste Freunde bleiben. Für die Glücksfreunde eben. Aber naja, kommt auf das Weihnachts-Event an. Wenn da jetzt irgendwas krasses kommt mit Doppel-EP oder so, ja, dann könnten wir es immer noch schaffen. Was geht, Leute? Wir haben es nach Hause geschafft, ohne kontrolliert zu werden. Und es wurde ein neues Event angekündigt. Ein Entwicklungs-Event. Yay, nicht. Fängt heute um 22 Uhr an und es gibt Shiny Burmy. Shiny Burmy hat drei Formen, abhängig vom Wetter und dann auch noch abhängig von männlich und weiblich, hat es Entwicklungen. Sprich, es gibt dann drei verschiedene Formen und die können sich dann in die drei verschiedenen weiblichen Formen entwickeln und alle männlichen entwickeln sich zu einer Form, also sieben verschiedene, die ihr sammeln könnt. Ich brauche dann vier verschiedene offensichtlich, die drei weiblichen und dann den männlichen einmal in Shiny Lucky. Das Modul halt eine Stunde, was ganz nett ist, aber ohne einen wirklichen Bonus gibt es nicht wirklich. Also ohne Staubbonus, sagen wir es mal so. Doppel-EP fürs Entwickeln, aber an sich entwickeln wir ja gar nicht mehr. Also ja, jetzt könnte es sich wieder ein bisschen lohnen, weil dann mit Entwickeln ist Vierfach-EP. Aber ja, keine Ahnung. Jeder, der noch Glückseier und Bonbons übrig hat, kann in der Zeit entwickeln, aber ansonsten ist das nicht das Event, was wir brauchen, um auf die 300 Millionen zu kommen. Es gibt Entwicklungs-Items aus den Raids, ein paar Pokémon-Spawn erhöht, eben die irgendeinen Stein oder irgendwas brauchen, um entwickelt zu werden. Und genau diese Pokémon tauchen dann auch in den Raids auf. An sich würde mich nur Burmy interessieren in den Raids. Insbesondere die anderen Formen. Also vor allem der Braune. Der spawnt ja nicht so oft bei uns. Und als Teil 2 dieses Events gibt es einen Raid-Tag. Diesen Samstag von 11 bis 14 Uhr. Und da gibt es Shiggy, Glumanda, Bisasam, Shillock, dieser Knosp und Glutexo, Turtok, Glurak und Bisaflor. Das Gute ist, auch die Entwicklung könnte shiny sein. Das Schlechte ist, diese Pokémon jucken nicht. Es gibt 5 freie Pässe, immerhin. Dementsprechend heißt das für mich 5000 Arena-Punkte. Die Pokémon an sich, der Raid interessiert mich null. Aber hey, 5000 Arena-Punkte umsonst. Vielen Dank, Niantic. Das sind 6 und 1 Arena. Ja, das ist das Event, was jetzt kommt. Interessiert mich nicht wirklich. Schauen wir mal, ob ich da mit den Lokmodulen irgendwas machen kann und dem Entwickeln, ob da irgendwas rauszuholen ist. Ansonsten Burmy-technisch, falls ich den irgendwie jagen kann, würde ich mir gerne einen 100er Burmy gönnen, beziehungsweise 3, weil ich brauche ja die 3 verschiedenen Formen, oder 4, ein männliches 100er. Naja, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Freut ihr euch drauf? Freut ihr euch auf den Raid Day? Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.